Hallo und herzlich willkommen heute zu diesem Video mit dem M4190mm GF für Grand Finals, diesem schwarzen, wunderschönen deutschen Premium-Panzer auf der Stufe 8. Und ich freue mich umso mehr, weil ich wirklich diesen Panzer sehr gern mag und auch die Person kenne, die dafür verantwortlich war, dass wir hier diesen schwarzen Panzer haben. Das war wohl auch gar nicht so leicht. Also daher umso schöner, dass es geklappt hat. Und ich muss einfach sagen, der ist gefühlt für mich viel schöner, als es der 1357 GF ist und war. Deswegen bin ich froh, dass dieser deutsche Panzer es so würdig ins Spiel geschafft hat. Und die Person war übrigens auch Deutscher. Also, da wissen wir, dass das Gott sei Dank ein richtiger zu verantworten hatte, dass wir einen deutschen Panzer für die Grand Finals spendiert bekommen haben. Jetzt schauen wir mal, er macht ja erstmal den Scout ganz klassisch. Deckt mal auf, was da so alles kommt. Spielt ohne Tarnnetz, also er wird wahrscheinlich hier mit Lüfter und Konsorten spielen. Da hinten der Super Pershing jetzt in der Distanz. Erstmal hier sehr statisch gerade aktuell, wobei man sollte natürlich auch tunlichst nicht mit diesem Panzer auf den Gegner drauf fahren, sondern lasst ihn ruhig kommen, macht das, was ihr erstmal machen solltet und scoutet euch die Augen wund. Jetzt allerdings der T-54, der wollte gerade sagen, der verleitet doch zum ersten Schuss in dieser Runde. Oder auch der 5916 ebenfalls, aber ein bisschen zu tief. Der konnte sich gerade nochmal retten mit dem Rückwärtsgang. Ah, der könnte geklappt haben, aber vielleicht ist schwierig natürlich, weil er einfach so perfekt verschwunden ist. Da jetzt mit der HE Granate auf den Turm. Jetzt ist er offen, muss aufpassen. Vielleicht noch einen schnellen raus. Und dann aber auch verschwinden. Perfektes Timing. Das war auch notwendig gerade so. 5916. Der bekommt jetzt hier mal eine zurück. Jetzt ist er wieder zu. Da gibt es nochmal den Blind Hit. Aber der hat nicht getroffen. Ganz im Gegenteil. Er wurde vom Super Pershing hier an der Kanone getroffen, deswegen muss er die wieder reparieren, um wieder zurück ins Spiel zu kommen. Aber er geht hier wieder direkt hoch und will weiter sein Glück von hier oben versuchen. Da jetzt der Super Pershing. Auch schön den Helm seitlich, da könnte man gut drauf schießen. Ich würde eher auf den Deckel nehmen. Ja, nee, jetzt dreht er rum. Dementsprechend kein Durchschlag bzw. kein Schaden angerichtet. Jetzt aber. Der war schön. Da jetzt der 5916 mal wieder am Schießen hier. Versucht das aus der Fahrt. Trifft allerdings nicht. Jetzt wird mit Vollsprint da Richtung 5916 gefahren. Auto-Aim ist drin. Schuss und ja, der nimmt den Rammschaden in Kauf, um den hier schnell aus dem Spiel zu befördern. 5:11 steht's. 6:11. Aber den sehr für den Gegner, muss man ganz klar sagen. Da von drüben droht jetzt schon das Unheil in Form des T-54, aber der hatte nicht mehr viel und den hat er clever sich ausgeguckt und konnte den damit rausnehmen. Ja, und jetzt gibt's für den Super Pershing, der achtet nicht auf ihn, dann kann er ihn jetzt natürlich schön seitlich behaken oder in den Helm schießen und genauso macht das auch.
9:13. Und jetzt hat er da unten noch den Tiger. Ansonsten alles andere müsste er jetzt alleine machen. Mal schauen, wie er sich da jetzt aus dieser Nummer rauswindet. Erstmal will er jetzt hier nochmal schauen, ob er einen Gegner findet. Ich denke mal, der Plan wird jetzt bei ihm im Kopf so sein, einfach das noch an Schaden austeilen, was so geht, ohne da jetzt großartig erstmal zu kassieren, und dann war es das auch schon. T49, da 100 Hitpoints, kommt da kaum drauf, Auto-Aim macht er an und er versemmelt, zieht sich direkt wieder zurück, weil da ist jetzt einiges an Gegnern. Der T49 will jetzt hier hochkommen. Der denkt sich, jetzt nehme ich den M41 raus, gar kein Problem. Der Tiger nimmt aber den T49, der hier zu ihm gefahren ist, nimmt er seines Zeichens wieder raus. Das heißt, er kann sich jetzt in den Bus stellen und von da snipen. Da ist der T34. Der fährt ganz langsam da den Berg hoch. Ist ein super schönes Ziel. Und jetzt ploppen peu à peu alle Gegner auf. Der nächste auf den T34. Und jetzt kann er da sein Magazin entleeren. Noch den nächsten. Und dann, ja, nimmt er ihn raus. Sehr schön. Jetzt kommt der IS-3 da hochgefahren. Und da hat er jetzt eine perfekte Stelle, um da zu wirken. Weil natürlich die Gegner alle ewig brauchen, bis die mal da oben sind. Leider keine Zerstörung. Der Tiger ist jetzt tot. Jetzt hat er es mit einem 9er, 2 8er und einem 7er zu tun. Ich korrigiere mich, mit einem 8er. Und jetzt kann er hier nach Lust und Laune wirken. Er wechselt auch sehr schön mit der Munition hin und her. Jetzt hat er wieder mit Normal geschossen und auch Premium. Er macht hier den Schaden seines Lebens aktuell. Kann hier schießen, ohne dass er aufgeht. Sehr gut. Sehr clever. Ging nicht durch. Jetzt muss er natürlich langsam aufpassen. Der IS-3 von hinten wird auch mal langsam kommen. Der gegnerische IS-3 schreibt mal, jetzt sollte mal vielleicht mal einer zum Captain gehen. Wäre an sich nicht verkehrt. Aber sie wollen halt unbedingt scheinbar diesen Kill haben. So, und jetzt ändert er die Taktik wieder und sucht den gegnerischen IS-3. Ja, werd ich wahnsinnig. 3 Kills, das wäre auch zufällig die Anzahl, die er für eine Radley Walters bräuchte. Da ist der IS-3. Gun Depression. Jetzt kommt er drauf. Ah, macht keinen Schaden. Jetzt geht er auch auf. Fängt sich da einen. Prallt hier jetzt ab. Jetzt zieht er sich zurück. Der T30 schreibt Go IS. Also nur die Frage, wo ist der T29? So weit dürfte der auch nicht weg sein. Natürlich auch der Jagdtiger weiß mittlerweile, wo da jemand ist. Jetzt wird hier angefangen zu cappen. Dauert er in dem Modus nicht allzu lang. 1:40, dann ist das Thema rum. IS-3 ist offen. Er selber kommt hier jetzt scheinbar ungesehen weg. Das ist auch sehr wichtig jetzt. Sonst wäre nämlich seine Runde ziemlich schnell, ziemlich beendet. Und nicht mal den Krieger könnte er sich gönnen. So, da ist wieder der IS-3 auf. Er selber hat hier natürlich den Vorteil als Light, da ungesehen zu entkommen. Da ist der T29 jetzt im Cap. Er nimmt sich den Busch. Treffer Nummer 1, damit setzt er ihn zurück. Und Treffer Nummer 2 nimmt ihn raus. Den Krieger hat er sich schon mal redlichst verdient. Und jetzt könnte er natürlich hier vielleicht noch den Wald nutzen, um den IS-3 da auch noch gefährlich zu werden. Weil der wird hier wahrscheinlich gerade rüberkommen.
Ich glaube, der Tiger wollte schreiben, you are so fucking good. Kill all, ja. Das ist natürlich hier eine David gegen Goliath-Geschichte. Aber wenn ich natürlich schon mal eins sage und sage, er hat über 2000 Basis-XP gemacht, dann wisst ihr, dass er so fucking good ist. So, der IS-3 fährt da unten jetzt entlang. Er kommt jetzt mangels der Gun Depression nicht ganz drauf. Jetzt kann er sich da vorfahren. Erster Treffer sitzt. Jetzt weiß er natürlich, aus welcher Richtung hat der gerade geschossen. Und er braucht auch noch zwei Treffer dafür. Einzig und allein die Frage bleibt, wo ist zur Hölle der Jagdtiger? So, jetzt fährt er da runter. Tendenziell in Richtung vom IS-3. Nimmt sich da hinten wieder die erhöhte Position. Da ist der Jagdtiger. Alter Verwalter, der ist... Oh, der hat auch noch 2100 Hitpoints. Hat der... Oh, wie göttlich. Pawned by Physics. Ja, das ist ja mal ein Träumchen. So, ja, jetzt muss er natürlich eher sich um den IS kümmern, weil der Jagdtiger, der wird ihn nicht mehr großartig Sorgen bereiten. Allerdings langsam kommt auch das Thema Munitionsknappheit zum Tragen, weil wenn wir da mal ein bisschen nachrechnen, er hat noch 9 Granaten, davon 3 HE. Und er braucht auch auf jeden Fall noch 2 für den IS. Und ja, der Damage selber, der ist nicht so hoch bei dem. Also, das kann noch mal unglaublich eng werden. Obwohl es eigentlich so gesehen kein Problem mehr sein sollte, kann es aber durchaus noch eins werden. Jetzt ist erstmal noch der IS-3, weil ein Schuss, und wenn es ein Luckshot ist vom IS-3, dann ist die Runde hier für den M41 raus und durch. So, wo ist er jetzt hingefahren? Das ist natürlich die Frage der Fragen. Er könnte um jeder Ecke lauern und auf ihn warten. Und da ist der IS-3. Jetzt darf er auch hier. Ich wollte gerade sagen, er muss jetzt mal die Schüsse ins Ziel bringen. Da darf er auch jetzt keine mehr verschwenden. Die Zeit langsam aus. Der IS-3 ist jetzt zerstört. Und jetzt muss er den Jagdtiger noch rausnehmen. 7 Granaten. Nicht mehr so ganz einfach. So, und jetzt nimmt er die Stellung ein, dass er wahrscheinlich schön hinten drauf kommt, dass auch seine HE-Granaten dementsprechend wirken. Nur den Steinpanzer nicht noch umschubsen. Und da müsste er noch stehen. Da steht er auch noch. Und da jetzt erstmal immer oben drauf, genau da hinten nämlich, das ist doch sinnvoller, vielleicht auch den Brand zu provozieren. Aber noch brennt er nicht, jetzt nimmt er hier HE. Auf jeden Fall macht er damit schon mal mehr Schaden. Und jetzt zündet er ihn an, aber der automatische Feuerlöscher hat's da nochmal verbessert und mit der vorletzten Granate, die ihm überhaupt in dem Spiel zur Verfügung stand, hat er ihn da weggemacht. Man hätte natürlich auch die Granate einfach verschießen können, um ihn dann zu killen, aber am Ende des Tages, wenn dann irgendwas passiert, holt man sich die Medaille nicht und schenkt den sicheren Sieg her und das war eine Runde nach Maß. Dementsprechend mein Replay of the Week. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, die Runde. Wünsche euch weiterhin viel Spaß. Lasst mir einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.